Die Käthe-Zwach-Galerie in Schörfling ist seit über 20 Jahren ein Garant für abwechslungsreichen und hochwertigen Kunstgenuss. Namhafte österreichische Künstler sind hier regelmäßig zu Gast und präsentieren ihre Werke. Vergangenes Wochenende wurde die Ausstellung mit dem Titel Visual Soliloquies, visuelle Selbstgespräche des jungen, erfolgreichen Künstlers Stylianos Schicho eröffnet. Der Titel Visuelle Selbstgespräche ist natürlich sehr passend für meine Bilder. Also im Endeffekt ist es das, was im Stillen und Geheimen passiert, wenn ich im Atelier arbeite. Also es ist eine Art visuelles Selbstgespräch. Es ist oft, habe ich die Erfahrung gemacht, wenn man selber Gedanken hat, die noch nicht ganz ausgereift sind und man macht so Selbstgespräche, sind ja an und für sich kein Problem, solange man den Mund nicht aufmacht. Aber oft komme ich darauf, dass das einfach gute Gedanken sind und Ideen, die sich aber dann wieder verlieren. Und im Malen versuche ich eben, dieses umzusetzen. Also diesen Bruch, also noch nicht genau zu wissen, genau was das Endprodukt ist. Natürlich habe ich ein bisschen einen Plan, aber ich lasse mich auch ganz selbst überraschen einfach. Und das sind diese Selbstgespräche, die da entstanden sind. Thema seiner Selbstgespräche ist der sogenannte gläserne Mensch. Eine Metapher für die ständige Beobachtung, unter der unsere Gesellschaft steht. Es ist eine Anhäufung von Bildern, die viel über unsere Gesellschaft aussagen. Also was mir sehr wichtig war bei der Auswahl von Stylianos Schicho ist, dass er ein gewisses Zeitbild zeichnet. Er ist ein Künstler, der sehr sensibel auf gewisse Situationen eingeht, die hier eben im Speziellen sind, dass der Mensch heutzutage eigentlich ständig unter Beobachtung steht. Und es ist eben vom Künstler eine gewisse Kritik an diesem Umstand. Und er zeigt auch in seinen Bildern, und das finde ich sehr angenehm und positiv, dass eigentlich die Menschen damit nicht wirklich zufrieden sind oder zumindest, dass er nicht damit zufrieden ist. Aber ich glaube, es gilt auch für uns andere, wenn wir darüber nachdenken. Es geht hier immer um einen speziellen Moment, den ich sehr gern habe. Das ist ein Moment, wo es zu einem Kontakt kommt zwischen uns, die vor den Bildern stehen, und zwischen denjenigen oder zwischen den Personen, die in den Bildern sind. Also dieser Moment, wo auf einmal es zu einem Stillstand kommt, aber dieser Stillstand ist dann doch für mich eine Bewegung, weil es ist so, als wenn die auf uns schon gewartet hätten. Also wir stehen vor den Bildern, entweder haben die auf uns gewartet oder wir stören, auf jeden Fall gibt es diese Reaktion. Und das ist für mich einfach das ganz Spannende in den Bildern. Die gut besuchte Vernissage zeigt, dass Schichos Bilder und seine Gesellschaftskritik die Menschen ansprechen. Sie wollen uns beobachten, die Augen sehen auf uns, sie spielen mit Sachen, mit Knöpfen, mit Telefonen, mit Computern und so weiter. Das ist schon ein Bilder, die richtig in diese Zeit hineinpassen. Und mir kommt auch so vor, wie wenn wir werden ja auch überwacht heute auf der Autobahn oder an allen möglichen Orten, auf den Banken. Und ich glaube, das will er damit zum Ausdruck bringen und das finde ich echt gut. Ein Gast hat mir schon gesagt, er hängt sich das Bild in seine Firma auf, weil die Augen aus dem Bild beobachten, ob seine Leute arbeiten. Da habe ich sehr gelacht. Also auch diese Wirkung wäre zu erzielen. Ich muss sagen, die Ausstellung hier wunderbar. Die Vorstellung hinsichtlich seiner Person einmalig. Der Kurator hat es wirklich sehr gut getroffen. Und ich glaube, die Leute sind angetan. Was ich nur ein positives Echo habe ich heute gesehen. Wunderbar. Sehr geheimnisvoll. Die Augen sind halt sehr ausdrucksvoll und sehr vielsagend. Nicht? Der Künstler ist großartig. Mir gefällt sehr gut und der Raum bietet sich super an. Und ich wünsche der Frau Zwach dann natürlich recht viel Erfolg, dass da viele Leute kommen. In seinen Bildern macht Schicho uns klar, was wir eigentlich schon lange wissen oder zumindest unbewusst zur Kenntnis genommen haben. Die Tatsache, dass wir nicht nur im öffentlichen Raum durch Überwachungskameras ständig unter Beobachtung stehen, sondern wir uns auch im Privaten zu jeder Zeit beobachten lassen. Ich finde einfach wichtig, dass man sich dem bewusst ist. Also es ist einfach so, wenn man darüber nicht spricht, dann wird es einem nicht bewusst. Und ich finde, eigentlich gibt es wenig Möglichkeiten, mit denen man das so auch in einem positiven Bereich machen kann, in einem schönen Bereich. Also visuelle Medien, gerade eben die Malerei, ist dafür doch ein spannendes, ja, einfach Transportmittel, um Menschen dann diese Umstände vor Augen zu führen. Visuelle Selbstgespräche, eine Zwiesprache des Künstlers mit der Leinwand. Höchstwahrscheinlich regen Schichos Bilder aber auch ihre Betrachter zu Selbstgesprächen an.
Gesprächsstoff dafür bieten sie in jedem Fall genügend.